Ja, und macht euch eine Mayonnaise dazu, dann braucht ihr nicht zu fürchten, dass die Musselin nichts wird, gell? Weil, was machen wir, wenn sie nichts wird? Ja, dann geht ihr essen, wie die beiden. Nein, dann. Nein, also das Schöne bei einer Mayonnaise, das muss ich mal sagen, ist, das gelingt jedem. Also all diese Märchen, dass Frauen könnten das nicht machen, wenn und so weiter. Gar nicht. Geht immer. Das Geheimnis ist, die Produkte, also Senf, Eigelb und Öl müssen die gleiche Temperatur haben, und zwar Zimmertemperatur. Und dann könnt ihr beide das auch selber machen. Da könnt ihr mal schön im Bus mal eine Stunde rühren. Nein, aber das ist doch eine ganz wichtige... Bei der anderen Stunde, wo ist das Problem? Nee, aber jetzt mal zu. Ich hab mal in New York... Was sagt der? Er sagt, sie können sich nicht vorstellen, selbst Mayonnaise zu machen. Doch, ich werde ihn dazu bringen. Ja, ich auch. Das wird mal eine Challenge werden. Das ist schlimmer als die Sache mit dem Fondue. Ich war mal in New York, habe ich in Bull & Bear, weil ich als Gastchef während einer Woche. Und dann habe ich die Steaks, ja, Bull & Bear ist ein Steakhouse. Und die Steaks waren fantastisch, also immens. Ne? Nur die Vorspeisen habe ich immer nicht, ich konnte nicht verstehen, was für armselige Vorspeisen die hatten. Und die Mayonnaise kam mit den Eimern ins Haus, so mit Putzeimer. Also wie Putzeimer. Ja, ich glaube, beim 6 Eimer kriegst du einen Stopper. Einen for free. So, und dann habe ich gesagt, nein, das geht aber jetzt gar nicht, das machen wir nicht schön selber und müssen jeden Tag 20 Liter Mayonnaise machen. Oh Gott. Dann haben wir gemacht, ja, eine Maschine, wir brauchen nur dazu gießen. So. Und dann, die war fantastisch. Und dann habe ich dem Koch, dem Chef gesagt, mach's jeden Tag selber und währenddessen du da rührst, überlegst du, was du damit machen kannst. Ja. Ja. Jetzt wäre doch auch was für euch. Warum? Da rührt ihr und überlegt, was ihr damit machen könnt. Das hat sich so hochgeschaukelt. Was ist denn los mit euch? So. Der grüne Spargel. Aber wie könnt ihr auch die beiden Laus... Die beiden Lausbuben hier nebeneinander setzen. Aber ehrlich, selber schuld. Also, Lea, wir sind begeistert, dass du bei uns bist. Wir haben noch mehr auf Spargel Lust bekommen, als wir sowieso vorher schon hatten. Und deine Mayonnaise, die werde ich exakt so nachmachen. Und die wichtige Information ist, es muss alles die gleiche Temperatur haben. Ja. Weil ich glaube, wer den Senf dann aus dem Kühlschrank... Wie die beiden, wir sind jetzt auch auf gleicher Temperatur. Genau. Vielen Dank, Lea.